Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kalberer. Ich stimmte in der Sitzung vor ein paar Jahren, als es um die Umbenennung ging, da war ich nicht. Ich war aber sehr wohl danach auch in Sitzungen vom Ortsbeirat Forstfeld, weiß nicht, ob Sie da in der Sitzung nicht waren. Da gibt es ja ganz viele Themen, die die Bewohner haben, wo sich Änderungen gewünscht werden, die aber nicht unbedingt immer auf Wiederklang in der gesamten Stadtverordnetenversammlung stoßen. Ich erinnere nur mal an die Seniorenwohnanlage in Lindenberg. Wenn es um Straßen geht, die wissen wir. Und es geht hier um eine konkrete Straße, wo es eine Prüfung gab, in ganz vielen anderen Städten, durch wissenschaftliche Gremien. Wir können natürlich noch 30 Mal die gleichen Namen prüfen, aber bei Wissmann ist es doch eindeutig, dass das Kolonialrecht schlechter war, dass der Menschen getötet hat. Und dann kann man sagen, das ist nur eine Sache von den Anwohnern, oder man kann sagen, wir wollen nicht in einer Stadt leben, wo alle anderen Städte umbenennen, wo die Straßen nach so jemandem benannt sind. Weil es nicht nur eine Sache, das ist im Straßenverzeichnis, das hat über die Stadt hinaus wird sowas auch wahrgenommen. Also wir hatten die Dokumente, wo es um antikoloniale Praktiken ging. Wir haben gerade große Diskussionen über Antisemitismus, über Rassismus. Und bei der Straße, das ist doch Doppelmoral, wenn Sie dann plötzlich sagen, das ist in Ordnung, wenn jemand nach Wissmann weiter benannt ist. Die Frage, was Sie nämlich damit auch machen, ist ob. Wir haben aber auch einen Beschluss, dass wir Straßen haben. Umbenennen wollen oder dass wir das überprüfen wollen, wenn die nach bestimmten Personen benannt sind. Die Frage ist aber noch nicht das Ob, sondern das Wie. Und da kommt die Rollsbereite mit ins Spiel. Weil das jemand nicht will, dass die Straße umbenannt wird, wenn man die Sorge hat, dass alle Kosten von den Anwohnern getragen werden. Oder dass die ganze Organisation, dass die Damen als Ortsbeiräte allein gelassen werden, obwohl es doch eine Sache ist, die die ganze Stadt auch betrifft. Das ist ja noch eher verständlich, aber das ist doch das, wo wir genau den Dialog brauchen. Wie kriegen wir eine Umbenennung hin? Wie muss die organisiert sein, damit die eben von allen auch mitgetragen wird? Ich finde, es darf aber keine Frage des Obs sein, ob auch noch in 10 Jahren, gerade in so einer Zeit, wie jetzt man sagt, na, dann kann es ja ruhig nochmal nach dem Wissmann benannt sein oder wie an den anderen Plätzen. Und ich finde, gerade bei der Person ist es doch eindeutig. Und da sagen Sie, Sie wollen einen systematischen Ansatz und Sie wollen bei allen Straßen dann alle Ortsbeiräte beteiligen. Es wäre doch viel einfacher, wenn man mit einer Klostraße da vorangehen würde, wie man das machen würde. Denn ich glaube, bei der ist die Prüfung eindeutig, dass das eigentlich kein tragbarer Name ist. Gerade wenn man darüber diskutiert hat, wenn man weiß, was der in der Geschichte gemacht hat. Und da könnte man noch Erfahrungen sammeln, die man dann auch für andere Straßennamen, wenn das Gremium irgendwann härtet ist, dann auch mit anwenden kann und Erfahrungen hat. Also ich finde das. Sie hintertragen eigentlich, ob überhaupt eine Umbenennung stattfindet. Aber dann brauchen Sie auch kein Gremium,